Leute, willkommen bei Aufstieg der Kartoffel, einem LS19 Mini-Let's Play mit dem Grimme-DLC auf der Karte Merlot. Werden wir dem Pleitegeier entkommen und schaffen wir es, einen profitablen Kartoffelhof aufzubauen? Dies ist Teil 12. So, jetzt haben wir ordentlich was zu tun mit dem neuen großen Feld. Gucken wir nochmal von der Größe her. Naja, also auf jeden Fall ist es das größte Feld. Ich würde sagen, es ist mindestens doppelt so groß wie dieses Sechser. Ja, aber es ist nicht doppelt so groß wie dies und auch nicht doppelt so groß wie dies. Aber wir haben hier, ja, das größte Feld, das wir bisher haben, dazugekriegt. So, jetzt mache ich hier mal die Ernte fertig. Damit wir da dann auch mal grubbern und wieder neu ansehen können und so. Jetzt geht's so richtig zackig zur Sache. So. Werden wir am Ende noch Großbauer. So. Was ich auch gerade so dachte in der Pause zwischen den Folgen. Es ist ja noch nicht alle Tage Abend, wenn wir den Bunkerroder haben. Da gibt es dann ja immer noch den Vollernter. Der nicht von einem Trecker gezogen wird, sondern ein Selbstfahrer ist. Der auch das Krautschlagen automatisch macht. Da können wir auch gleich mal gucken. Aber das ist dann wirklich der Höhepunkt der Kartoffelbauernkarriere. Beziehungsweise das ist das wäre. Da muss man dann wirklich viel verdienen. Jetzt machen wir hier den Hänger noch voll. Und dann gucken wir nochmal im Shop. Nochmal Schaufenster gucken. Den hatte ich noch nie. Und da würde dann meinen Ahnen würden die Augen aus dem Kopf fallen vor lauter Begeisterung. Was ich hier geschafft habe. So. Machen wir gleich dort drüben weiter. Oh, der Tank ist leer. Nun gut. So. Weiß einer von euch, wie echte Kartoffelbauern das machen würden? Hier die Kartoffeln in die Legemaschine füllen?
So. Weiter geht's. Okay. So, hier sind wieder die schrecklichen Wendebedingungen. Na, dann machen wir einfach eine größere Wendung. So, das war jetzt hier natürlich ungünstig, weil dann links von mir nur noch 5 sind. Also, ich habe keine, nicht die Zweiergruppen abgegriffen. Ah, voll. Gucken, wo man den besten Preis kriegt. Ah, das hat sich geändert. Jetzt beim Agroma. Gut, und Agroma ist nochmal wo? Da hinten. Gut. Jo. Und der Preis ist auch nicht so gut, wie er vorhin war. Naja, Preise ändern sich nun mal. Ah, habe ich noch einen Trecker übrig, den ich zum Grubbeln schicken könnte. Irgendwie nicht so richtig. Ich guck mal, ob der Güldner den Drucker Grubber ziehen könnte. P. Garage. Grubber 100 PS. Nee, der hat nur 75. Tja. Nun ja. Ich meine, ich könnte auch voll aufs Ganze gehen und einfach jetzt doch ein Case kaufen. Weil den werde ich sowieso brauchen. So. Und dann bin ich zwar relativ pleite, aber ich verkaufe ja gleich nochmal eine Fuhre von dem Case, jawohl. Eine Fuhre von den Kartoffeln. Stärkster Motor. Ja, kann ich mir noch leisten. Und dann kann der gleich anfangen mit dem Grubbern. Huch. Was ist hier nicht in Ordnung? Aussteigen. Das Problem hatte ich hier schon mal. Jetzt geht's. Gut. So. Aha, hier ist mal wieder Stau. Da muss ich vielleicht wieder hinten rumfahren. Na, aber so schlimm ist der Stau nicht. Ah, und wo ich hier schon vorbeikomme, werde ich hier einfach mal diesen Hänger irgendwo anders hinfahren. Der kann ja hier nicht ewig stehen bleiben. So. Und ich guck mal, ob man da auch hinten und so ausladen kann. Es ist aber ein Drehschemel. Da werde ich kaum da hinten dran kommen. Abkippseite links, rechts, hinten. Also das geht. Ich guck mal, ob ich mich da irgendwo dran schlawinern kann an hier meinen Kartoffelhaufen.
Sonst muss ich das irgendwie mal anders machen. Ich könnte vielleicht auch mal... Ja, ich dachte gerade, ich lade mal die Kartoffeln auf den Haufen und nehme dann die Förderschnecke, um diesen Anhänger zu füllen, damit ich den zum Verkaufen fahren kann. Das bringt ja überhaupt nichts. So, und das bringt jetzt auch nichts. Na, je weiter ich fahre, desto schlimmer wird es. Tja, was mache ich hier mit den Kartoffeln? Die schmeiße ich hier einfach so hin und sammle die dann mit dem Ladewagen auf. So, das mache ich mal. Mal gucken. Hier abladen geht, okay. So, mache ich einen Kartoffelschwart. So, nur kleines Häufchen, okay. Und dann stelle ich den hier in die Halle. Und den könnte ich in diese Halle dort stellen. Erstmal die Tür aufmachen. So. Gut. Und dann darf der als Reserveanhänger dienen. Ist ja ein wunderschöner alter Anhänger. Kann man vielleicht auch mal gebrauchen im Rahmen eines Gespannes. Wenn ich zum Beispiel mal einen Bunkerroder habe. So. Da macht das Sinn. Dann nehme ich erst so einen Agroliner. Da habe ich ja schon einen. Hänge hinten dran den an. Und dann lohnt sich das wenigstens. So. Und jetzt wird der zum Grubbern geschickt. Und das ist dann auch der künftige Seetrecker. Also See im Sinne von Aussehen. So. Gut, dann leg mal los. Ich hüpfe mal kurz aus. Jawohl, sehr schön. Und du wirst nachgefüllt. Das ist dann die letzte Füllung für dieses Feld. Hoffentlich. So, sehr gut. Und dann kommt natürlich das andere Feld dran. So. Sehr schön. Wunderbar. Und ich fahre jetzt zum Geldverdienen. So.
Der langsame Verkehr. Hinter mir ist keiner, dann kann ich mal ganz kurz auf der Straße gucken. Ich könnte auch hier rumfahren. Ich denke mal, das bringt was. Weil dann muss ich nicht die ganze Zeit hinter denen herschleichen. Ich bin zwar langsam, aber die sind noch langsamer. Obwohl hier geht's jetzt ein bisschen bergauf, dann bin ich noch langsamer. Ups. Kriegt man ja das reinste Schleudertrauma. So. Okay. Na, immerhin sind wir jetzt schon wieder über 20.000 mit unserem Gesamtvermögen. Oh, 20.000 hat es eingebracht. Und Helfer A ist fertig. Na, da gucken wir dann gleich mal. Gucken, kann ich den hier überholen? Jetzt bin ich ja wieder schneller. So, ja, die sind jetzt hier wieder auf dem Rückweg und zuckeln sich da einen ab. Aber wahrscheinlich bin ich zu Hause, bevor ich die überholen würde. So. Sehr schön. Dann fahren wir mit dem gleich wieder an unseren neuen Einsatzort. Und dann kümmern wir uns um den fertigen Helfer. Hier ist, glaube ich, auch gleich fertig. Noch arbeitet er. So. Gut. Das Feld ist schon mal angesät. Und wenn es dann schön grün sprießt, wird da nochmal drüber gedüngt. So. Okay, wunderbar. Ich denke mal, da kann ich jetzt schon gleich anfangen, denn ich glaube, der Grubber ist ein bisschen schneller unterwegs, weil er breiter ist als diese Sämaschine. So. Wunderbar.
Und jetzt gucken wir nochmal bei dem. Na, der fühlt sich jetzt durch mich gestört und ist super schmutzig. Komm, vorwärts, vorwärts. Aber eigentlich ist er eigentlich fertig. Also bis auf so ein paar wenige Kartoffelchen. Mal gucken, was er da noch so für Pläne hat. Er fährt da noch mal eine Runde. Jetzt glaubt auch er, dass er fertig ist. Ja, hast du gut gemacht. Und ordentlich schmutzig geworden. Naja, nach der Ernte wirst du geputzt. Da macht es besonders viel Freude. So. Also, das macht mir an diesem Gerät hier schon Spaß. Der kommt wirklich flott voran. Auch weil er eigentlich drei Reihen auf einmal aberntet. Er ist zwar, glaube ich, offiziell nur ein Zweireiher, aber hier im LS19 schafft er drei Reihen. Und er ist flott. Ich meine, die anderen Kartoffelerntegeräte, die zuckeln immer mit einer schneckenartigen Geschwindigkeit daher. Und der macht die Arbeit wirklich schön schnell. Ja, das ist unglaublich, wie schmutzig der ist. So, ich wollte mit euch aber noch Sightseeing machen, nicht hier, sondern da, bei den Selbstfahrern, genau, Kartoffeltechnik, da. Da gibt es nur ein Gerät, kostet eine halbe Million und, ja, Arbeitsbreite auch nur 3 Meter, aber man braucht halt keinen extra Trecker. Wie schnell fährt der? In Arbeit 10 Stundenkilometer, langsamer als der, aber er macht halt alles in einem und dann passen etwa 10.000 in den Tank rein. Gut, das ist weniger als bei dem gebrauchten Kartoffelruder. Das wäre im Prinzip einfach die Krönung des Kartoffelbauertums. Aber es wird nicht so viel Vorteile bringen gegenüber dem anderen Kartoffel-Bunkerruder, wo man den Trecker davor spannen muss. Aber das ist doch ein Gerät hier. Der wird auf den kleinen Feldern kaum wenden können. So, jetzt gucke ich nochmal den anderen. Also der ist 3 Meter und 10 Stundenkilometer. Und Kartoffeltechnik. Der hier ist das ja, den wir in Gebraucht kaufen wollen. Der braucht nur 110 PS zum Ziehen, das ist ganz gut. 10 Stundenkilometer ist eigentlich okay. Und dann aber nur 1,8 Meter. Das ist eigentlich so der Hauptnachteil von dem. Aber ansonsten ist das ein feines Gerät. Da ist der andere gar nicht so viel besser. Er ist nur größer und teurer. Mal gucken, ob wir jemals so viel Geld haben. 450.000, da müssen wir schon ziemlich viele Kartoffeln ernten. Es kann sein, dass das zu ermüdend wird. Aber den Bunkerruder, den gebrauchten, den kaufen wir uns auf alle Fälle. So. Ja, das läuft doch hier alles in fleißig. Jetzt muss ich auch noch fleißig sein. Fleißig Kartoffeln einsammeln. So. Ja.
wenn man da so einen größeren Wendebogen fährt, dann geht das hier eigentlich auch ganz gut. Trotz dieser komischen Felswand. So. Dieses Kartoffelbauertum ist ja auch gar nicht so unrealistisch. Also damit meine ich, dass man praktisch ausschließlich Kartoffeln anbaut und sonst kein Weizen und sonst was alles, sondern immer nur Kartoffeln. Und ich denke mal, das ist auch deshalb relativ verbreitet, weil man dafür halt andere Gerätschaften braucht als für den Weizenanbau. Wer Kartoffeln plus Weizen anbauen will, der braucht halt einen doppelten Fuhrpark. Und die sind ja ziemlich teuer. So, bleibst du mal kurz stehen. Ah. Habe ich da jetzt einen Helfer? Nein, habe ich nicht. Das war nur der Tempomat. Weil hier muss ich schon wieder nachfüllen. Also meines Wissens gibt es in Norddeutschland, Niedersachsen und teilweise wohl auch in Nordrhein-Westfalen relativ viele große Kartoffelbauern. Und das sind, glaube ich, auch ganze Ortschaften, die ausschließlich Kartoffeln anbauen. Zumindest habe ich das so gehört. Habe auch Videos und so dazu gesehen. So. Ich denke mal, ich muss hier meinen Haufen wieder nachfüllen. Noch geht's. So. Auf das Thema bin ich gekommen, weil einige von euch mir auch vorgeschlagen haben, ich sollte doch auch mal was anderes anbauen. Und das ist ja eigentlich gerade der Witz von diesem Let's Play, dass ich versuche, mit den Kartoffeln ein reicher Kartoffelbauer zu werden. Und andere Feldfrüchte baue ich ja schon in meinen ganzen anderen Let's Plays an. Und dies ist eben das Kartoffel-Let's Play. Um dieses Grimme-DLC zu würdigen und auch zu gucken, wie viel Spaß macht es mit den kleinen Maschinen und so weiter. Mir macht es durchaus Spaß. Also irgendwie finde ich den Kartoffelanbau reizvoll. So. Und es ist schon ein bisschen mühsamer als zum Beispiel Sojabohnen anbauen und Raps anbauen. Wenn man da nicht mit Seasons spielt und Mais Plus und hast du nicht gesehen, sondern Precision Farming, sondern einfach mit dem Basisspiel, dann ist Raps anbauen eine bequeme Sache. Aber dadurch halt auch nach einer Weile ein bisschen langweilig. Raps baue ich immer gerne an, wenn ich mich mit den Feldern ein bisschen übernommen habe und nicht mehr hinterherkomme. Dann baue ich Raps an. So.
Gut. Preise checken. Die schwanken ja hier ziemlich. Oh, die sind ziemlich runtergegangen. Nein, das ist jetzt nicht der höchste. Imbiss, ja. Getreidemühle. Gut, fahren wir zur Getreidemühle. Ich könnte jetzt natürlich auch irgendwie versuchen, die einzulagern, die Kartoffeln, und abzuwarten, bis die Preise wieder besser sind. Aber ich denke mal, das macht aktuell nicht so viel Sinn. So. Aber bei den etwas schlechten Preisen jetzt könnte ich dann die nächste Fuhre noch mal auf meinen Haufen werfen. So, na immerhin 19.000, das ist noch ganz okay. Ja, die kriegen halt hier auch mit, dass hier viel Kartoffeln produziert werden. Da müsste man sich noch mal neue Märkte erschließen. Was ich ja mit Bertha schon getan habe, aber tja, so viele Pommes kann die auch nicht verkaufen. Und Helfer D ist fertig, beziehungsweise glaubt fertig zu sein. Gucken wir doch mal. So. Jetzt wende ich gerade noch mal und dann gucken wir mal, was Helfer D so zu sagen hat. So. Das ist Helfer D. Ja, ganz fertig bist du leider noch nicht, mein Lieber. Du bist nur am Baum gestrandet. Hier gibt es nämlich noch einen Streifen. Ah ja, das ist wieder dies, das Feld wird kürzer und dann blicken sie es nicht. Aber bald bist du fertig. So, weiter geht's. So, dass dieses Feld hier ausgerechnet gerade Kartoffeln hatte, das war natürlich auch eine Glückssache. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht jetzt schon gekauft. Dann hätte ich mein Geld lieber beisammen gehalten. Aber das kann sein, dass diese eine Ernte schon die Kaufkosten reinbringt, zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil. Mit vier Fuhren ist das Feld ja fast bezahlt. Aber es ist wahrscheinlich nicht so gut gedüngt wie meine eigenen Felder. So. Ja, hier kann ich dann auch gleich den Grubber dran setzen, sobald er da hinten fertig ist. Was macht er? Ah, er glaubt wieder fertig zu sein. Diesmal kann das sogar sein. Räume ich hier noch die letzte halbe Bahn ab. Der Tank ist auch schon wieder leer. Wenn das in echt so laufen würde, ich
fahre hier nochmal mitten drauf aufs Feld. Wenn das in echt so laufen würde, dass man direkt nach der Ernte dann gleich wieder am gleichen Tag grubbert und dann wieder aussehen bzw. legen oder pflanzen kann, dann wären die Bauern bestimmt relativ reich. Dann gäbe es auch keine Nahrungsprobleme auf der Welt. Naja, vielleicht an einigen Stellen schon, wo sie Misswirtschaft betreiben, aber ja, also hierzulande hätten wir dann gigantische Ernten. Aber das Normale ist halt, dass es eine Ernte im Jahr gibt. Und da muss man auch noch hoffen, dass das Wetter es gut mit einem meint, dass nichts dazwischen kommt, dass keine Schädlinge sind. Hier wächst es schon. Ja, die Arbeit geht nicht aus. Sobald fertig gesät ist und es sprießt, kann man dann auch schon düngen. Der Arbeitsmarathon. Gut. Ja, du bist fertig. Du kannst weitermachen. Ah, die werden sich bestimmt ins Gehege kommen. Die beiden Trecker da. Nun ja, dann muss ich sie halt auseinanderfiddeln. Die Arbeit muss ja getan werden. So. Dieses Feld hier möchte ich schon gerne heute abernten, was wohl kein Problem darstellt. Und dann würde ich das am liebsten aber auch gleich schon wieder fertig ansehen. Und das wird schon eher schwierig. So. Ja, wie eifrig hier überall gewerkelt wird. So, diesmal sollte ich abzählen. Ja, das müssen dann diese beiden hier sein. So. Da sollten wir uns merken, eine halbe Fuhre etwa haben wir hier schon von dem großen Feld geholt. Ah, das wollte ich auch noch einsammeln. Das kann ich ja, wenn ich gleich weiterfahre, machen. Nicht so weit, nicht so weit. Muss ich ja so viel gegenlenken. Das ist jetzt nicht so toll. Mal gucken. Das ist aber auch gar nicht so arg schlecht. So.
So. Ja, so vielleicht. Damit das Spaßmobil wieder besser drankommt. Okay. Ich denke mal, das reicht auch. Der Haufen muss ja hier nicht so gigantisch sein. Der ist ja im Prinzip vorwiegend fürs Saatgut. Und für das bisschen, was wir an Bertha verkaufen können. So. Schlurp. Ja, er ist weg, der Haufen. Das ist gut. So. Irgendwie gefällt mir das, wie sie hier auf allen Feldern am Werkeln sind. Meine Helferiche. Na, da ist noch so eine halbe Bahn. Mal gucken, wenn der Hänger dann irgendwie relativ voll ist und ich gerade hinten bin. Tja, Tank ist leer. Na toll. Na, wenden wir noch und dann kümmern wir uns um den leeren Tank. Eins, gut, die beiden. So. Wahrscheinlich ist es ziemlich unwirtschaftlich, dass ich auf eine größere Seemaschine umsteigen will. Fällt mir gerade so ein. Denn die Alternative wäre ja, dass ich sagen würde, Saatgut kaufen. Also Helfer Saatgut kaufen. Diese Einstellung hier. So. Hier. Die habe ich normalerweise in eigentlich allen meinen Let's Plays immer auf eingeschaltet. Nee, in Ravensberg nicht, aber sonst normalerweise. Und da ist dann Saatgut etwa 30% teurer, als wenn man das Saatgut immer nachfüllt. Nun ist es aber bei den Kartoffellegemaschinen ist es im Verhältnis noch teurer, weil man kann ja die billigeren Kartoffeln einfüllen. Die sind ja billiger als das Saatgut, das man kaufen kann. Das heißt, es wäre dann Pi mal Daumen ungefähr doppelt so teuer, das Aussehen. Und ich weiß nicht genau, wie viel das ausmacht, aber ich denke mal, da müsste ich vielleicht
10, 20 Tage spielen, um die zusätzlichen Kosten für die größere Seemaschine reinzukriegen. Also das ist... So. Weil die größere Seemaschine brauche ich ja eigentlich nur, weil ich die Kartoffeln direkt in die Seemaschine fülle. Um ein bisschen Geld zu sparen oder um mittelviel Geld zu sparen. Und ich denke mal, dass das nicht so rentabel ist. Es ist eher so, wenn ich halt dickköpfig, wie ich hier bin, diese Saatguteinsparung machen will und trotzdem faul sein will. Letztlich geht es ja um Faulheit bei der größeren Seemaschine. Dann macht es Sinn, die zu kaufen. Aber so rein betriebswirtschaftlich würde es wahrscheinlich eher Sinn machen, wenn ich auf Saatgut kaufen gehen würde und sagen würde, okay, dann zahle ich halt mehr für Saatgut und spare mir aber die teure Seemaschine, weil dann tuckert der da vor sich hin. Anderer Vorteil von der größeren Seemaschine ist natürlich, dass die im Prinzip schneller fertig ist. So, Preise. Agroma wieder. Nun gut. Fahren wir wieder zu Agroma. Können wir ja mal hier hinten rumfahren. Ich guck mal, wie die jeweiligen Geschwindigkeiten von den Seemaschinen sind. Also, diese hier will ich ja haben. 6 Meter breit. Oh, 6 Meter breit seht die. Ui, die hier macht nur 3 Meter. Ui, das war mir jetzt gar nicht so klar, dass die 6 Meter breit ist. Und 12 Stundenkilometer. Und die kleine... Die macht 1,5 Meter und 11 Stundenkilometer. Machen wir mal, dass es sich einfacher rechnet, dass die etwa gleich schnell fahren. Aber die hier ist viermal weniger breit. Das heißt, das Sehen wird dann viermal so schnell gehen. Ich spare dann also auch ordentlich Helferkosten ein. Und da bei mir ja so ein, der Seehelfer fast rund um die Uhr am Werkeln ist, dürften das schon nennenswerte Summen sein. Und da rechnet sich das dann, glaube ich, schon. Muss ich mal gucken, wie viel ich pro Tag an die Helfer zahle. Und dann könnte man das vielleicht durch 4 teilen oder so. So Pi mal Daumen. Weil gefühlt ein Viertel der Helferzeit für die Aussaat drauf geht. Oder ein Drittel bis ein Viertel. Ja, weil die so langsam sind. Eher ein Drittel. So. Gucken wir mal. Das kann man hier ja auch sehen, bei den Dollars. So. Mittwoch ist nichts gelaufen. War da Regen? Oder was war da los? Lohnzahlungen. 1700. Naja, das ist irgendwie, glaube ich, kein typischer Tag. Heute haben wir hier schon 2600. Hier 3700 ist, wenn sie volle Kanne arbeiten. Nehmen wir einfach mal ein Tausender, brauche ich am Tag für die Helfer zum Aussehen. Wird wahrscheinlich noch mehr werden, weil wir ja jetzt ein Feld mehr haben. Aber auch dann sind es
99 und ein Viertel davon bleibt ja noch übrig. Gut, sagen wir mal, das Übrige verrechnen wir mit dem neuen Feld. Wir sparen also am Tag ein Tausender Lohnkosten, wenn wir eine größere Sämaschine haben. Und hat sich die neue Sämaschine in 99 Ingame-Tagen amortisiert, was die Helferkosten angeht. Das ist also betriebswirtschaftlich jetzt für ein kurzes Let's Play auch nicht sinnvoll. Wie man es dreht und wendet. Und die Konsequenz davon wird sein, ich werde sie mir trotzdem kaufen. So, eine ist fertig geworden. Und der Tank ist schon wieder leer. Der ist nicht fertig, aber auch relativ bald. Ist das bestimmt der mit dem Gruber? So. Schalten. Sehr gut. Wunderbar. Weiter geht's. So. Ich denke mal, dass die echten Bauern auch oft vor solchen Entscheidungen stehen. Und da müssen die sich das ja auch ausrechnen. Natürlich mit ihren echten Zahlen. Ob es sich lohnt, dies und jenes zu investieren. So, gucken wir mal die Feldform an. Von diesem hier, ah ja, das ist hier kürzer. Das heißt, ich sollte mit dem Grubber dann hier anfangen. Dann bleibe ich hier erstmal stehen, damit ich aus dem Weg bin. So. Sorry, sorry, die Folge ist 53 Minuten lang. Ich so am Werkeln und Werkeln und Werkeln. Ich merke überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht. Das tut mir leid, Leute. Ich war hier so fröhlich mit meiner Arbeit beschäftigt. Ja. Und mit Plaudern. Also, ich will mich bessern und die nächste Folge wieder kürzer machen. Es war jetzt wirklich nicht beabsichtigt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.